Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Wenn ich habe nicht zu viel Zeit im Küchen, meistens ich koche meine Lieblingsgemüse, grüne Bohnen, mit Tempeh. Diese ist ganz einfach und schnell. Und so leckere Soße. Ich zeige dir wie. So, machen wir anfangen. Zum ersten Tempeh Roste. Ohne Fett. Weiter mache ich die Soße. Das Balsamico. Noch die Pulver. Tamari. Yakon-Sirup. Geräuchertes Sesamöl. Und Mandelmus. Noch ein bisschen Salz. Und Pfeffer. So, das Sauce fertig. Jetzt schneide ich Chili. Entkernen. Und links schneiden. So, die grüne Bohne schneide ich ca. 3 cm lang. Ein bisschen Erdnussöl in Pfanne. So. Oh, fast vergessen. Noch Wasser vergessen. Und das gelöste Tempeh dazu. Kluck, 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 abgießen. Fertig, diese Rezept ganz einfach. Jetzt kann man essen. Einfaches Rezept, aber so lecker. Süß und sauer, aber diese sauer ist ein bisschen mit Balsamico. Ein kleiner Tipp. Jeder Supermarkt verkauft diese Balsamico ist andere. Marke ist ein bisschen sauer, Marke ist nicht so sauer. Wenn du findest ein bisschen sauer, kann ein bisschen mehr Yakon-Sirup dazu für eine Balance mit einem Gewürzgeschmack. Und wenn du nicht gerne scharf, ohne Chili auch sehr lecker, probieren das. Ganz einfach, warum nicht probieren? Gell? Tschüss!